creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten. Ein Monat ist es genau her, als das letzte Video erschienen ist und in der Zeit ist einiges passiert. Ihr wisst ja, am 9. Oktober 2021 haben wir unseren Umbautag und da ziehen wir endgültig in unseren neuen Garten. Und jetzt stehen wir mitten in den Vorbereitungen und ich möchte euch heute einfach mal so ein bisschen zeigen, ja, wie das Ganze hier schon vorangegangen ist. Wir sind mitten im Abbau und ab jetzt beginnt für uns so eine kleine Serie, die wir für euch drehen. Jeden Tag, also nicht jeden Tag, aber jedes Mal, wenn wir im Garten sind und was passiert, nehmen wir euch mit, machen da so einen kleinen Vlog fast raus und zeigen euch, wie wir hier abbauen. Bis zum Umbautag, da kommt dann den Tag vorher die finale Folge online und das werden so 2, 3, 4 Folgen sein, wo ich euch dann mitnehme, die letzten Szenen hier in diesem Garten, bevor wir den Garten verlassen und in den neuen Garten ziehen. Ja, und jetzt aber wirklich zum Thema Garten hier. Was ist schon passiert? Ich stehe hier im Folientunnel, man sieht ihn zwar nicht mehr, aber genau hier stand der Folientunnel. Die Tomaten sind schon komplett draußen. Heute geht's weiter, wir werden die ganzen Chilis und Paprikas abernten. Teilweise die, die schon rot abreifen, aber noch nicht ausgereift sind, die lassen wir noch nachreifen. Und den Rest, ja, der muss dann leider weg, weil in 1,5 Wochen müssen wir hier weg sein. Das werden wir heute alles abernten. Da hinten liegt schon der komplette Folientunnel. Wir haben gestern quasi schon den ganzen Zaun dazwischen abgebaut, den wir hier als Abgrenzung hatten. Und auch die Beete sind schon ziemlich leer. Ich würde sagen, wir machen heute in der ersten Folge einfach mal ein kleiner Rundgang, was hier alles schon abgebaut ist. Und in der nächsten Folge, da nehme ich euch dann mit, wie das hier weitergeht. Wir schauen einfach mal einmal ein bisschen rum. Ja, und auch das Glasgewächshaus hier, das ist schon komplett leer. Beim Umbautag ist das hier unser größtes Problem. Da bekommen wir aber vom Hersteller Vitavia 2 erfahrene Gewächshausabbauer an die Hand, die uns hier quasi helfen, das Gewächshaus abzubauen. Das ist unser größtes Sorgenkind hier gewesen. Das ist nämlich komplett einbetoniert aus Glas, 3 mm. Das ist unglaublich schwer, das ganze Ding. Und das rüberzukriegen, ja, das war so unsere größte Sorge. Aber wir sind jetzt schon ziemlich optimistisch. Hier ist jetzt nur noch eine kleine Lagerhalle für die Geräte, die quasi noch überdacht stehen müssen. Weil wir haben beim neuen Garten noch keinen Unterstand. Deswegen können wir noch nicht so viele Sachen rübernehmen. Und ja, wir gucken einfach mal, was sonst im Garten so los ist. Ja, hier stehen noch die letzten Obstbäume. Die werden wir auch am Umbautag, beziehungsweise einen Tag vorher, werden Niklas und ich die wahrscheinlich schon abbauen. Da haben wir nämlich den Radlader schon, den bekommen wir freitags morgens 8 Uhr. Und da fangen wir schon mit den ersten Sachen an. Hier unten, da sieht man noch, da steht noch der Porree. Da haben wir noch 6 Stangen stehen. Das ist so ziemlich das letzte in diesem Beet. Da hinten unser Kompost. Aber wir haben auch schon echt viel abgeräumt, muss man ehrlich sagen. Wir haben Gewächshausfolientunnel leer, die ganzen Wasserfässer sind schon abgebaut. Die seht ihr da ganz weit hinten, da gehen wir gleich mal hin. Und die Paletten haben wir schon alles gestapelt, alles Mögliche. Ja, hier vor mir, da wachsen nur noch Brennnesseln und ich weiß nicht genau, was das hier ist. Auch irgendwie ein Unkraut, hier wächst nichts mehr drin, was man ernten kann. Das werden wir quasi am Umbautag auseinanderhauen und dann mit der Radladerschaufel einfach die gute Erde, die da drin ist, mit rübernehmen. Denn dort haben wir auch neue Hochbeete und ja, da kommt dann quasi diese gute Erde natürlich oben drauf. Was wir hier vor und auch vom Folientunnel noch überall haben, sind Blumenzwiebeln. Wir haben ja nicht gewusst, dass wir dieses Jahr schon wieder gehen müssen, sonst hätten wir wahrscheinlich nicht so viele gepflanzt. Wir haben am ganzen Zaun entlang Dahlien gepflanzt, die müssen wir ja eh jeden Herbst rausholen, das war uns wohl klar. Aber wir haben auch für 300 Euro Tulpen hier letztes Jahr gepflanzt. Das kann man sich nicht so vorstellen, aber das sind schon echt viele. Ja, vielleicht habt ihr die Bilder auf Instagram und so mal gesehen. Das wird auch noch was, da werden wir aber gleich schon mit anfangen. Das seht ihr aber dann wahrscheinlich in der nächsten Folge. Ich weiß noch nicht, wie diese kleine Serie bis zum Umbautag heißen wird, aber ihr werdet es wahrscheinlich im Titel schon gelesen haben. Ja, und jetzt schauen wir einfach nochmal, was wir da vorne haben. Und ja, dann war es das auch schon vom ersten Teil.
Ja, hier vor mir, da sind noch ganz viele Paprikas. Da haben wir zum Beispiel Lombardo. Ich sage immer, das ist diese süße Pizza Pepperoni. Dann haben wir hier noch Roviga und Pantos. Zwei Spitzpaprika da vorne, das Orange, das ist noch die Kira. Und da im Hintergrund, da sind sogar noch viele kleine Chilis. Da gehen wir mal eben näher ran. Hier, da seht ihr die beiden mal in der Nahaufnahme. Das ist die Criolla Sella, eine sehr schöne Chili. Da haben wir letztes Jahr schöne Chili-Pulver rausgemacht. Das haben wir sogar immer noch. Schmeckt auch sehr gut. Da vorne können wir noch sehen, da sind ein paar Paprikas. Das hier ist zum Beispiel die Yellow California Wonder. Die hatten wir dieses Jahr. Aber die Chilis hier, die sind einfach am besten. Ja, und hier, da steht quasi all das bereit, was wir mit rübernehmen. Da stehen die Wasserfässer, die Tomatenspiralstäbe, Gartenschläuche, noch ein Wasserfass, die Nistkästen, die Insektenhotels, unsere Sitzbank, das Kompostsieb, wenn man das mal so aufzählt, das ist doch schon eine Menge, was wir mit rübernehmen müssen. Das Tomatendach hier vorne, das bauen wir in den nächsten Tagen noch ab. Das haben wir damals ja nur hier drauf geschraubt. Das ist einfach so eine, ich glaube Lexan hieß das, eine Lexanscheibe. Die haben wir einfach auf so ein viereckiges Gerüst gepackt und dann hier auf diese vier Pfosten gesetzt. Ob wir das im neuen Garten noch irgendwie gebrauchen, wissen wir nicht. Wir haben schon überlegt, ob wir vielleicht die drei Wände mit der Folie vom Folientunnel antackern, dass wir vielleicht so ein geschütztes Tomatenhaus haben. Aber da sind wir noch in der Planung. Kann auch sein, dass wir einfach hinten zu mit Brettern zunageln und dann einen kleinen Geräteüberstand von machen. Das ist aber alles noch in den Sternen. Und die beiden Grassoden-Hochbeete, die wir damals gebaut haben, das ist natürlich auch ganz einfach. Die können wir einfach ja, mit dem Radlader abschieben und auf den Kompost fahren. Mehr kann man da ja leider nicht mehr mitmachen. Umbauen nützt nichts. Und ja, schauen wir uns den Garten mal einfach hier im Überblick an. Ich blende euch jetzt schon mal hier in der ersten Folge ein paar Ausschnitte aus den zwei Jahren an. Damit diese Folge nicht ganz so kurz ist, hier jetzt noch in den letzten zwei Minuten dieses Videos mal die besten Szenen aus zwei Jahren Tier am Garten. Ich weiß noch, wie wir da den Weg gemacht haben, wie wir das Grassoden-Hochbeet gebaut haben. Da haben wir mal ein Bohnenzelt stehen gehabt und so weiter. Viele coole Videos sind entstanden. Und die besten Szenen aus zwei Jahren Tierheimgarten, die seht ihr jetzt nochmal zusammengefasst. Und dann sehen wir uns schon in einigen Tagen mit der nächsten Folge. Bis demnächst und ciao.